Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bausimulator 2015 zusammen mit Toto und Lehrling Achim. Hallo. Hallo. Ja, erstmal meine lieben Freunde, Entschuldigung, dass eine Woche lang keine Folgen kamen. Das lag diesmal an mir. Ich hatte ehrlich gesagt sehr viel Stress im Moment, wenig Zeit und sowas. Und darum keine Folge. So. Genauso wie in LS, aber das nehmen wir auch gleich noch auf und da werde ich das auch nochmal sagen. Aber egal. Ja, wir haben in der letzten Folge die Tore abgeholt für das Fußballfeld. Die haben wir jetzt schon aufgeladen. Und ja, jetzt fahren wir mal los zum Fußballfeld. Achim fährt. Da kann ja nur gut werden. So, wie war denn eure Woche, Jungs? Wir haben uns jetzt auch eine Woche lang nicht gesehen oder gehört. Nur ein paar Mal bei Skype. Alles gut bei euch soweit? Ja. Bei dir? Ja, es geht. Bisschen hektisch im Moment. Mein Sohn wird am Dienstag operiert und sowas. Ja. Okay. Aber was ansonsten... Was hat er denn? Er kriegt die Mandeln raus und gleichzeitig Röhren in den Ohren oder sowas. Ach so. Was? Meine Freundin sagt gerade, wie heißt das? Paukenröhrchen oder sowas. Ach so. Ja. Muss man es langsamer fahren, weil die Tore nicht fest sind. Ja, dann warte doch eben. Nein, die gehen nicht fest. Die gehen nicht fest. Ach so. Weil die Ladung natürlich verladen ist. Wer hat geladen? Na, lass mich raten, Marco. Nee, die stehen doch genau perfekt drauf. Ich mein, Schweizer. Die Schweizer. Eieiei. Oi! Was denn? Ja, hast du das nicht gesehen? Du wirst feiner gegen den grünen Wagen geknallt, Junge. Da wären die Tore weg gewesen. Bei mir steht kein Auto. Ach so, okay. Ist überhaupt kein Auto hier. Ja, jetzt gerade nicht, aber gerade wo du in die Ecke gefahren bist, da kam noch der grüne Wagen. Du weißt auch, wo du hin musst, oder? Ja. Okay. Ja, guck mal da, Kino. Was steht da? Center Cinema. Kino, kann man ja Popcorn hinbringen. Bestimmt noch auf der 15er drauf. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Wo bleiben die dann? Ja, lass sie mal langsam fahren. Wenn ich sehe, wie hinten die Dinger drauf wackeln, dann wird mir sowieso schon ein bisschen schwindelig. Langsam kann der doch gar nicht fahren. Er kennt nur Vollgas. Ja. Oh, oh, oh. Ja, läuft. Da sind wir. Darf ich die abladen, bitte? Ja, da hättest du eine Woche ausgeruht. Du hättest die Stützfüße ruhig noch ausfahren können. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Boah, brauchst ja auch was zu tun. Ja. Ja. Ich hatte gestern den ganzen Tag kein Internet, also am Samstag. Okay. Ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen. Aber ohne Witz, ey. Ist nicht sofort los, dass du so ein Internet-Stick gekauft. Hä? Bitte nochmal was? Ob du nicht los bist, dass du so ein Internet-Stick gekauft. Oh, das wäre noch eine Idee gewesen, ey. Gut, dass du das gesagt hast, ey. Das muss ich mir für nichts mal merken. Ach, scheiße. Musst ja Befehl kaufen, dass du an die Leistung wieder drankommst. Ja. Ey, ich weiß, ich wollte das nicht einsehen. Du musst dir vorstellen, Freitag. Ich war noch bei Tino im Stream. Ich habe noch Videos hochgeladen. Alles lief wunderbar, perfekt, sauber. Keine Probleme, nix. Ich gehe Samstag arbeiten, komme nach Arbeit nach Hause, will die Videos fertig machen, da sagt meine Freundin schon, wir haben kein Internet. Ich so, Dachte, die will mich ärgern oder so, weißt du? Haben wir wirklich kein Internet. Sagt er mir, mein PC die ganze Zeit, es sind weitere
Es ist eine weitere Anmeldung erforderlich, um ins Internet zu gehen. Und ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein, ne? Junge, Junge, ey. Ja, ging auf jeden Fall kein Internet. Ich. Also meine Freundin hatte schon mit der Telekom telefoniert. Die wusste, glaube ich, was hier blüht, wenn das Internet hier nicht geht. Ich muss das hinterher muss laufen, wenn er nach Hause kommt. Mach das hinne da. Sonst habe ich den ganzen Abend an der Backe. Ja. Sonst will er noch Zeit mit mir unternehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Fertig. Ende vom Lied war, es geht nicht. Sie wollten mir bis Mittwoch kein Internet geben. Die sagte, ja, vor Mittwoch wird das nicht. Ich sagte, nö. Peinliches Schweigen. Wie, nö? Ich sagte, nee. Das geht nicht. Da habe ich gelogen und ich weiß nicht was, um auf jeden Fall, dass das Internet wieder geht. Die konnten nichts machen. Ich sitze hier und ich war am Verzweifeln. Ich dachte, was machst du denn jetzt, Alter? Ja, ging. Nix. Überhaupt nichts. Dann sagt mir, ja, gut. Guckst du ein bisschen Sky? Ich sag noch, lass mal eine Serie gucken. Geht nicht. Ich so, wie geht nicht? Der läuft doch übers Internet. Ich so, wow. Du konntest nichts machen hier im Haus. Dann, ich hatte 7-mal mein Handy in der Hand, weil ich bei Facebook oder Twitter was posten wollte. Geht nicht, weil du kein Internet hast. Wenn ihr jetzt sagt, ja, du hast doch bestimmt Vertrag. Nein, habe ich nicht, weil wofür brauche ich? Ich muss im Monat keine 45 Euro zahlen für 2 Nachrichten oder ein. Nur nicht beim Monat. Ich telefoniere im Monat kein Mal, Alter. Dafür brauche ich keinen Internetvertrag. Ich bin gerade hier vorbeigefahren und habe gesehen, wie sie die Tore abgeladen haben. Ich nehme an, sie gehören zu einer Baufirma. Nö, wir machen das freiwillig. Ja, meine Firma ist Freezy GmbH. Wir haben unseren Sitz in der Nähe vom Hafen. Ah, sehr gut. Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, das Erfahrung im Bau- und Sportanlagen hat. Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Familie in ein Haus auf den Hügel gezogen. Eigentlich ganz schön da, aber meine Frau hätte gerne einen Tennisplatz, damit sie ihr Hobby nachgehen könnte. Können Sie sowas auch? Selbstverständlich, da sehe ich kein Problem. Das wollte ich hören. Dann würde ich mich demnächst bei Ihnen melden, um Details zu besprechen. Gerne, das würde mich freuen. Schönen Tag noch. Okay. Nach dem Baustellen hüpft halt mal auf da rumzupfen. Ja, haben wir das fertig. Schöner, schöner Sportplatz hier. Ja, und dann das Ende vom Lied sagten sie zu mir, bis Mittwoch kein Internet. Ich mir so, nee, was machst du denn jetzt? Ich hatte eigentlich noch Aufnahmen mit Tino und so. Das konnte ich ja natürlich alles klingen. Ich konnte Tino nicht erreichen, konnte nicht absagen. Er hat natürlich auf mich gewartet und alles, aber naja. Sonderaufträge. Wir machen jetzt das E-Werk. Ja, und das war dann so das Ding. Und dann heute Morgen, sag mal so gegen 9 Uhr oder was, ging auf einmal mein Handy. Ich noch voll müde, Alter. Ich war noch am Schlafen, weißt du? Ich dachte, wir gehen jetzt auf den Sack. Dann sehe ich Telekom-Nummer. Ich so, jetzt kommt's, Alter. Jetzt hast du gestern so viel rumpalabert, jetzt kriegst du Ärger oder so ein Scheiß. Ja, läuft bei euch da. Fotos Fame? Ja, auf jeden Fall. Ja, Herr Punkt, Punkt, Punkt. Ihr Internet, es geht wieder. Sie können, wir haben Ihnen die Zugangsdaten neu zugeschickt. Sie können sich jetzt wieder neu anmelden. Internet geht jetzt wieder. Ihre Frau hat alles. Ich so, ja, nice. Ich so, Dankeschön. Sehr vielen Dank, aufgelegt. Frau angerufen. Nee, dann kam mein Sohn noch gerade rein. Ich soll für Mama, ich so, ist mir egal. Sag, wenn du nach Mama gehst, sag, die soll mich sofort anrufen. Ja, hat sie mich dann angerufen, mir die Daten durchgeschickt, eingegeben, Internet geht wieder. Ich so, Bombe. Ja. Und so war das. Ja, Moment haben wir viele Probleme mit der Telekom. Ach, Telekom, Drecksverein. Alle, ihr könnt ja mal Hashtag DrecksTelekom reinschreiben in die Kommentare. Mir so auf den Sack, die Pillemänner. Bin ich ganz ehrlich, das sind wirklich Pillemänner. Oh moin, ja, du kein Internet mehr. Ja, nee, darum geht's ja nicht. Es kann ja mal was vorkommen, dass. Ja, morgen kein Internet mehr, ja. Also ich meine, darum geht's ja gar nicht, ne? Also es kann mal immer vorkommen, dass was schief geht oder dass was nicht klappt. Das kenne ich, das kennt jeder, das ist alles ganz selbstverständlich. Aber dann zu sagen, die konnten mir noch nicht mal die Daten per E-Mail oder per SMS zuschicken. Weil ihr System kaputt ist. Das heißt, ne, ist ja auch, kann auch passieren. Das sind jetzt Zufälle passiert. Gut, ist halt so, aber dann kann man wenigstens entgegenkommen und sagen, gut, sie haben jetzt eine Woche kein Internet, wir gehen, was weiß ich, wir nehmen ihnen
15 Euro von der nächsten Rechnung runter oder 20 Euro oder hier haben sie ein Handy umsonst, was weiß ich. Haben sie das neue iPhone 7 als Entschädigung? Nein, Quatsch, aber da mal entgegenzukommen, das tun die nicht. Nee, auch wenn die sagen, du kriegst dann 15 Euro oder wenn ich das alles zusammenzähle, wird, was ich von der Telekom zu kriegen hätte, wenn das über 500 Euro. Ja, die kommen da keinen Sack entgegen. Und wenn du sagst auch noch, ich brauche das Internet, für mich ist das wichtig, ich mache YouTube, ich muss Videos hochladen, das ist denen sowas von Pups, Shit, scheißegal. Die sagen ganz einfach zu dir, wir können nichts tun. Dann sag ich so als Beispiel, ich so, jetzt stellen Sie sich mal vor, eine Firma ist bei Ihnen angestellt, macht über Internet, was weiß ich, habe ich gesagt, nehmen Sie mal an, das ist ein Unternehmen, was Online-Versand macht. Ich sagte, jetzt fällt das Internet bei Ihnen aus und bei Ihnen ist ein Defekt und die können jetzt eine Woche lang keine Waren, nichts verschicken, weil sie natürlich keine Aufträge reinkommen, die können nicht im Computer sehen, wo die Aufträge hin müssen und so weiter und so. Ich so, was machen sie denn da? Ich so, es muss doch irgendwie was geben, dass ich heute hier Internet kriege. Ja, nö, können wir nichts machen, hätte die Firma auch Pech. Ich so, das glauben sie doch wohl selber nicht. Ich so, die müssen doch irgendeine Businessleitung oder irgendwas zur Verfügung stellen für die Leute, die von Internet abhängig sind. Nö. Wenn das kaputt ist, ist kaputt. Ich so, ja, das ist Telekom, habe ich dann nur gesagt. So, ihr seid echt. Und dann sagt ihr noch zu uns, liegt das Wohl und die Zufriedenheit und die Glücklichkeit und die Zufriedenheit unserer Kunden an Herzen. Ich sagte, ich bin beides gerade nicht. Schweigen. Und dann sagt sie, ja, wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun, sobald es gehen sollte, rufen wir sie an. Ja gut, das haben sie jetzt auch gemacht. Ich meine, gut, ich habe heute Internet, aber das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall, Alter. Ich hätte jetzt eine Woche hier ohne Internet gesessen. Das noch vor Weihnachten. Nee. Die sind doch schwanger. Muss ich mal anquatschen. Ja, ich weiß. So. Gerade hat ein Typ vom E-Werk angerufen. Vor kurzem kam es bei dem wohl zu einer heftigen Spannungsspitze. Und dabei ist einer der Transformatoren abgeraucht. Die haben versucht, ihn zu reparieren. Bisher aber wohl ohne Erfolg. Naja, wie auch immer, das Ding muss zurück zum Hersteller und wieder instand gesetzt werden. Wir wurden mit dem Transport zum Hafen beauftragt. Ja, das sollte kein Problem sein. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Der Trafo wiegt über 30 Tonnen. Das packst du nur mit dem Tieflader. Und zum Verladen brauchst du den Mobilkran. Der Transformator steht auf dem Gelände des E-Werks. Bereit zum Transport. Ich habe dir die Stelle auf der Karte markiert. Bitte sei vorsichtig. Obwohl das Ding kaputt ist, ist es immer noch ein Haufen Geld wert. Mach dir keine Sorgen. Ich werde das Kind schon schaukeln. Jo, das hätte ich jetzt auch im Real Life so gesagt. Wo seid ihr denn? Wir brauchen Tieflader, Mobilkran. Wo müssen wir jetzt hin? Zum E-Werk? Zum E-Werk, ja. Tieflader habe ich schon. Bitte? Tieflader habe ich schon. Ja, ich fahre diesmal mal mit Toto mit. Da ist es angenehmer, der ist Raucher und so. Da kann man sich auch mal im Fahrzeug nicht dichter anzünden. So, los geht's. Wo ist der scheiß E-Werk, ey? So, markiert. Markiert. Habe ich markiert. Ach, ist markiert. Ja. Ja. Und was ich dann gestern den ganzen Tag gemacht habe, das erzähle ich euch gleich in der nächsten Folge. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen Gesprächsstoff. Das sehen wir in 9 Monaten. Ja. In 9 Monaten, in ein paar Wochen mache ich euch dann eine Ankündigung. Ja. Und in 9 Monaten bin ich dann wieder Papa. Kommt aus dem Hintergrund, garantiert nicht. Ey, ohne Internet ist das Leben langweilig, ohne Witz, ey. Du kannst nichts machen. Telefonieren kannst du nicht, Telefon läuft übers Internet. Sky kannst du nicht gucken, Sky läuft übers Internet. Das ist unfassbar, Alter. Ich war schon fast am Überlegen, bei der Telekom anzurufen, mir ein Internet, mir einen Handyvertrag zu machen, aber ich dachte mir, nö, bei Telekom nicht. Auch bei der Telekom würde ich aber hingehen als erstes mit dem Handyvertrag. Warum? Weil das ausgezeichnete Leistung ist, was sie da haben. Ja. Ich habe jetzt U2 6 GB Internet für 90 Euro im Monat. Ja, 90 Euro im Monat läuft. Ja. Aber 2 Handys. Läuft bei dir auch, Toto? Ja. Also, 90 Euro im Monat zahlst du für einen Handyvertrag?
Ja, scheiße. Da haben sie dich aber krass abgezogen, Alter. Warum zahlst du denn Marco, 90? bist du hier irgendwo in der Nähe? Warum zahlst du denn 90 Nein. Euro? Drück Das sind Escape-Taste. zwei. Ich meine Pfeil nach hinten Taste, Löschen-Taste. Weil Also zwei 90 Euro weiter. komplett. Zwei Handys mit Vertrag, Zwei Handys mit Vertrag. Internetstick. Internetstick. Ach so, okay. Ich dachte jetzt nur für allein Handyvertrag mit ein bisschen Nein, leider. Datenvolumen und Telefonieren und so. Ja, Das ist ja und schon Tablet habe günstiger. ich geschenkt bekommen. Naja, gut, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen und wir sagen Tschüss und bis morgen. Haut rein! Tschüss. Tschüss.